Klotzkopf 1990 und Nackenlade sind schon zwei interessante Persönlichkeiten. Sie ärgern sich, sie lieben sich, sie schickten sich beim ZFM 2022 Liebeserklärungen und Hochzeitsanträge in den Donations. Heute ist es allerdings an der Zeit zu beweisen, wer in Gotham City den Joker schneller jagen kann. In Batman The Video Game treten sie in einem Any Percent Race gegeneinander an. Mama, ich bin im Fernsehen! Hallo. So, herzlich willkommen zu diesem wundervollen Batman Race. Ich habe absolut keine Ahnung von diesem Spiel, aber ich spiele es, weil die Musik gut ist. Ich glaube, da könnte Nackennadel da mehr zu erzählen. Ja, das sage ich dann dazu. Gut. Auf jeden Fall, es geht um den Film von Tim Burton, den Batman-Film von 1989. Und das ist halt das Spiel dazu auf dem Gameboy. Und da spielt es halt die ganze Story davon nach. Ja, wir sind ein bisschen nervös, das ist so unser erstes Mal, wir versuchen euch eine angenehme Show zu liefern. Der Timer startet dann, wenn wir Start drücken. Würde sagen, 3, 2, 1, go! Tada. So, wir müssen hier Schuss-Updates einsammeln. Bis zu 7, dann können wir hier viel schießen. Und es gibt auch verschiedene Waffen-Updates. Wir spielen zwei Varianten zu Beginn. Sie spielt mit den W, das ist so eine Wave-Kanone, und ich mit der R-Kanone mit den Batarangs. Beide Varianten sind sehr speziell und sind praktisch. Ja. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn ich jetzt gleich... Wir spielen mit zwei verschiedenen Wege, wie wir das Spiel runnen können. Ich habe jetzt hier diese Clown-Nasen-Kanone, wie ich es den nenne, aufgesammelt. Nein. Und alles gut, mach weiter. Und damit kann ich dann dem Joker, beziehungsweise Jack, dem ersten Jack, voll spammen. Das heißt, ich mache dann mehr Schaden und kann ihn mit diesen Clown-Nasen dann auch zurückwerfen, theoretisch. Werdet ihr dann sehen. Das Spiel hat übrigens wundervolle Musik. Jetzt sind wir hier in diesem Chemical-Dings da. Ich habe keine Ahnung von Batman, aber ich hoffe, ihr genießt es halt trotzdem, auch wenn ihr denkt, oh Gott, typisch Frau, keine Ahnung von Marvel-Filmen. Aber einer musste ja gegen Erzfeind Nackenlade racen. Oh, diese Musik ist einfach der Wahnsinn. Die Musik ist wirklich gut, das sind auch die Macher von Bomberman mit beteiligt. Wirklich? Ja, und die Engine ist auch von Mario Land 1. Was siehst du an den Texturen? Ja, sehr, sehr viel von Mario Land geklaut, auf jeden Fall. Ja. We just running Batman, the darkest night of Gotham City. We just running Batman, I wonder why he has a gun. Es ist halt wirklich merkwürdig, warum Batman hier eine Pistole hat. Dabei wurden seine Eltern, soweit ich halt informiert bin... Von den Mörder getöteten. Der Mörder ist Jack, der auch in späteren Filmen, wie man wie Klotzkin schon besiegt hat, in die Säure geschossen wird von Batman, also runtergeschlagen wird und dadurch durch die von Ace Chemical zu Joker geworden ist. Ja. Eigentlich hat Batman ja eine Allergie gegen Waffen, aber hier hat er trotzdem sein Pistölchen. Jetzt müsste, glaube ich, hier der erste Kampf kommen. Ich spamme hier die ganze Zeit diese Clown-Nasen gegen seinen Kopf. Das federt ihn so ein bisschen zurück und schon ist er besiegt. Das beste Lied am Ende. So. Jetzt sammle ich ein weiteres Schuss-Update ein. Und versuche jetzt irgendwie hier rüber zu springen. Pixel perfect, alles. Oh Gott, ihr wollt nicht wissen, wie sehr ich geflucht habe, als ich diesen Run gelernt habe. Ich habe sogar mal einen Controller zerworfen, aber das ist eine andere Geschichte. So. Ich finde es lustig, wie die Gegner hier alle einfach mal so fröhlich rumhüpfen. So, jetzt nehme ich mir das R erst, was Nackenlade ja schon vorher hat. Da habe ich diese Boomerange. Damit kann ich dann
Genau. Auch so schön direkt one-hitten, theoretisch. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Waffe am Ende des Runs, sozusagen gegen Joker. Richtig. Und ich kann direkt hier mehrere mitnehmen. Das ist auch ganz cool. Schuss-Updates sind maximal 7 Stück. Es gibt 8 Stück im Game, aber man braucht nur 7. Genau. So. Jetzt sind wir anscheinend in dieser komischen Kirche oder so im Film. Da war das weitere Schuss-Update. Die muss man sich natürlich das ist, merken. Das Museum ist das. Das Museum? Okay. Entschuldigung. Ihr werdet mich hassen dafür. Aber ich versuche Nackenlade halt einfach nur Platz zu machen. Deswegen gute Musik, lustige Spielweise. Nehme ich. So. Und schon. Das Herz war jetzt unnötig, ist natürlich am Ende des Levels irgendwie. Ihr seid nach jedem Level immer ganz aufgeladen. Deswegen frage ich mich, warum. Ups. Warum es dein Herz gibt. Ja, das habe ich mir auch immer gefragt. Ja, hier fallen wir einfach durch. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Waffen. Es gibt P, das ist von der Normalshot die verbesserte Variante. Dann gibt es ein T, das ist so ein Longwave-Shot. Und halt das R. Und das W. Da ist das Beispiel, da wäre das T gewesen. Genau, es gibt halt so unterschiedliche Schüsse. Warum ich jetzt auch immer zurückgelaufen bin, aber gut. Ja, wir beschränken uns halt auf unsere Schuss-Items. Ihr könnt das Spiel theoretisch spielen, wie ihr das möchtet, aber gibt halt eine gute Variante und vielleicht auch eine nicht so gute Variante, je nachdem. Ob ihr einen Triggerfinger habt zum Beispiel, da habe ich halt diese Klaunasen, weil mein Triggerfinger eigentlich ganz gut ist. So, jetzt sind wir in diesem Fluglevel. Und ja, müssen halt diese ganzen Hubschrauber abschießen. Das Wichtigste ist halt, sich hier am besten gar nicht treffen zu lassen, weil man hier die Gegner am Ende ziemlich gut... Man kann quasi in die Hubschrauber, die am Ende kommen, das sind so diese Bosse von diesem Level. Und da kann man dann reingehen und kann gleichzeitig mit oben und unten spammen und hat sie dann schneller platt gemacht. Das spart auch unglaublich viel Zeit und wir können sogar im zweiten Fluglevel eine Phase skippen. So. Kann man kurz währenddessen kurz eine Donation vorlesen? Sehr, sehr gerne. Klar, immer. Und zwar haben wir eine 5-Euro-Donation von Roggibrot mit der Nachricht, ich möchte gerne Nackenlade und Glotzkopf grüßen. PS, Glotzi, mach ihn fertig, Doc.de. Vielen Dank, mein Freund. Ich hab dich lieb. Ich hab euch alle lieb. Grüße gehen raus übrigens an alle, die zuschauen. Ich habe da oben zwar den Chat, aber es ist halt, da ich Nackenlade ja versuchen muss, Blatt zu machen, sehr schwer für mich, den Chat zu lesen. Aber das kennt ihr ja auch so von mir, ne? Also die mich kennen. So, jetzt kommt hier der allererste Boss. Ich weiß nicht, ich nenne das quasi so ein Dietzkolben oder so. So eine Nase. Und da könnt ihr quasi so mitfahren und dann so da reingehen. Und wenn ihr dann euer Leben spammt, dann... Hab den besiegt. Und ich sehe gerade, Nackenlade holt so ein bisschen auf. Ich hoffe, ich habe nicht zu eine strange Gamer-Grimasse gerade drauf. Das ist immer bei Konzentration. Ich sage immer, je hässlicher man guckt, umso konzentrierter ist man. So, wenn man diese Raketen eigentlich schnell alle abschießt, dann sollte es eigentlich ein bisschen schneller scrollen, aber gut, ist jedenfalls das, was man mir sagte. Könnte aber gut sein. Ja, ich weiß, die Schussgeräusche nerven euch vielleicht so ein bisschen, aber ich will halt ein bisschen safer spielen. So.
Das war jetzt nicht so cool, dass ich einmal getroffen wurde, aber es ist auch nicht so schlimm. So, jetzt versuche ich hier eine Phase zu überspringen. Ich könnte auch theoretisch in diesen Helikopter reingehen, da bekomme ich nämlich kein Damage, aber das funktioniert mal wieder nicht. Ja, sehr schön. Nicht perfekt, aber in Ordnung. So. Jetzt sind wir aber in der Kirche, von der ich vorhin sprach. Aus dem Film. So. Hier können wir dann auch noch so rübergehen. Wenn wir vorher so einen Schuss machen, dann geht Batman da durch, ohne runterzufallen. Was das Lustige ist, wenn ihr mal genau hinschaut, wenn ich springe, dann fliegt er quasi wie Peach. Das ist lustig. Und ja, Princess Batman oder so. Oder Peachman. Ah, neben mir höre ich nackenlaut den Controller-Spam. Ja, das heißt, genau, ich werde, glaube ich, hoffentlich gewinnen. Das heißt, für alle, die auf mich gewettet haben, das ist ein gutes Zeichen. So. So, hier ist es am besten dann, diesen Boomerang direkt zu spammen. Weil sonst kriegt ihr das Schuss-Update nicht und dann fallt ihr runter. Das ist natürlich nicht so cool. Okay, ich werde jetzt mal ein bisschen leise sein. Ihr genießt ein bisschen die Musik. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Vielleicht hat Nackenlade noch etwas zu sagen. Nee, doch gerade. Ich bin gerade auch übelst hier im Kirchenhype. Im Kirchenhype? Ja. Ja, das ist doch gut. Es gibt nur einen Gott, Bela Farinrod, ne? Jetzt kommt gleich die schwerste Stelle. Das ist ganz wichtig, dass ihr hier schon anfängt, diese Boomeringe einfach mal zu spammen. Normalerweise würde das übelst lecken, aber da die Boomeringe in den Bildschirm reinfliegen. Genau. Out of screen sind dadurch. Werden die nicht gezählt, dann kannst du die unendlich spammen. Es würden die nie existieren. Genau. So, jetzt kommt der letzte Joker. Das heißt, ich fange hier schon mal voll an zu spammen. Diese Boomeränge bleiben in ihm hängen. Und dann bekommt er natürlich da den übelsten Damage. Okay, ich bin jetzt irgendwie doof gesprungen. Aber es geht ja jetzt gerade nur um das Race zu gewinnen. Ja, damit ist für mich Time. Soll ich jetzt hier drücken oder so? Nein, erst wenn der... Ein Mädchen hat dich gerade fertig gemacht, Nackenlade. Aber du schaffst es auch. Du bist auch ein sehr, sehr guter Spieler. Ich muss dazu sagen, Nackenlade macht mich sonst in diesem Spiel immer fertig. Heute war einfach nur die Nervosität. Normalerweise ist er wirklich viel besser als ich. Das muss ich fairerweise wirklich sagen. Ja. Super. Ja. Und damit wäre dann hier, ne? Ja. Entschuldigung. Zu spät geklingelt. Ist das eine neue PB? Nö, ne? Nein. Nein, leider nicht. Aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wirklich. Und danke, dass du... Ja, echt? Okay. Tara! Ja. Na gut, dann habe ich das eben. Ja, du wärst jetzt Platz 7 oder so, glaube ich. Ne? Okay, gut. Danke, dass ich... Also ich muss dazu noch kurz sagen, Nackenlade hat daraus ja ein Duell gemacht. Ich bin heilfroh, dass ich mitspielen durfte. Ich danke dir, dass ich das Duell mit dir machen durfte. Das muss ich meinem Erzfeind mal sagen. Und ich fand es auch schön, dir das den Run auch beizubringen. Ich fand es schön, dir das Furzkissen vorhin unterzulegen. So. Na dann.
werden wir fertig. Hallo. Okay, also wir haben ein Interview, aber ich höre hier Wodka für 3,99. Wo gibt's den? Ach so, okay, weiß ich. Danke für die Info. Nein, zurück zu euch beiden. Boah, sehe ich dick aus. Okay, wie war's? Schön. Ja. Aufgeregt war ich auf jeden Fall, ja. Sehr aufgeregt. Aber sonst war's super. Ihr könnt euch die auch einfach so gehen. Kannst du auf meinen Schoß, dann sehe ich nicht so dick aus. Auf jeden Fall war ich auf jeden Fall sehr aufgeregt, aber ich war trotzdem für mein Ergebnis, auch wenn ich ein paar Mal runtergefallen bin, auch zufrieden. Und das ist auch wichtig als Runner. Und bei dir? Joa, läuft. Ja, war voll easy. Ich hab neue PB, ich war Erster, ist alles okay. Mir ist gerade alles scheißegal, ich werde von fucking Blue interviewt. Ja! Mann. Das ist total geil, das fühlt sich total toll an. Ja, ich weiß, Veni ist aber auch toll. Wo ist Veni überhaupt? Nein, ist er nicht. Okay, dann ist Veni nicht toll. Veni ist zu alt, ach so, okay, cool. Ich muss jetzt fragen. Vorab, wer dachtet ihr gewinnt dieses Race? Vorab, wer dachte von euch, also was dachtet ihr, wer das Race gewinnt? Ne, ich eigentlich, aber es ist halt passiertes Schicksal gewesen und es ist halt so, ne? Ja, dachtest du das auch, dass er gewinnt, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall ist er mir voraus. Das ist wahr, ich habe nämlich auch aufs Leaderboard geguckt und war erstmal ganz kurz verwundert. Ja. Weil du stehst zweimal auf diesem Leaderboard. Ja, das ist bei denen die Sachen, das weiß ich auch nicht. Es gibt doch vierte Plätze, gibt es da auch zwei, ich weiß nicht, das Leaderboard ist komisch. Es war so ich guck so drauf, ich so, hä? Klotzkopf direkt vor Nagle, was? Warum? Und dann sehe ich so, ah warte, nein, der ist ja da noch mal drüber. Aber was ich dann da interessant fand, war, du hast ihn relativ schnell, du hast das Spiel ja extra gelernt für diesen Marathon. Ich meine, die Struggler sind da, was soll ich machen? Ah ja, okay, ihr seid schuld. Nicht failen. Tosen Applaus, finde ich sehr schön. Naja, aber du hast direkt ihn geschlagen. Du hast vor einem Jahr irgendwie eine PB gehabt, die schlechter war als das, was sie in, was waren das jetzt, 2 Monate gemacht hat? Ja, ich ja. Du bist einfach krass. Die haben uns intensiv zusammengesetzt. Ich glaube, du musst das Mikro mehr halten. Ich glaube, du redest irgendwie mehr als sie gerade. Auf jeden Fall haben uns intensiv zusammengesetzt, wo das ausgemacht wurde. Und das mit den 2x PB verstehe ich auch nicht. Das war vor einem halben Jahr oder so, vor einem Jahr, wo das Emma gemacht hat. Da habe ich sehr angefangen, weil ich es ja auch in der Kindheit gespielt habe und den Film gemacht habe. Und da habe ich jetzt nochmal, jetzt wo ich mal wieder angefangen habe, weil ich das ja auch hier auch zeigen wollte, habe ich nochmal angefangen und habe dann sozusagen jede Woche dann sozusagen immer ein paar kleine Pipi-Schritte gemacht. Und habe dann sozusagen auch hier alles auch gezeigt, wir haben uns zusammen auch die Videos angeguckt hier. Okay, das ist ziemlich viel Practice gewesen. Ich halt mal gerade das Mikro kurz, denn du hast gerade angesprochen, du hast das Spiel aus deiner Kindheit gespielt. Genau. Und ich habe gesehen, du hast vor kurzem zu deinem Geburtstag einen Stream gemacht, wo du deine ganzen Kindheitsgames gespielt hast. Ja, genau. So, da habe ich so einige coole Games gesehen, das neuere Version von einem Batman-Spiel, Simpsons. Warum aus deiner gesamten Kindheit gerade dieses Batman-Spiel? Warum nicht zum Beispiel das neuere? Es war so, meine Familie hatten damals so einen Freund, der so einen Gameboy-Laden hatte, beziehungsweise wo man so Gameboy-Spiele tauschen konnte oder kaufen konnte. Und da habe ich das damals von meinem Vater bekommen. Und da habe ich das intensiv gespielt. Und da habe ich gedacht, oh, das ist schön. Und da habe ich gesagt, weil es auch Mega Man-like ist, ich bin ja auch ein sehr großer Mega Man-Fan, fand ich das auch richtig auch super, weil das so richtig die Elemente auch hatte. Okay, jetzt zu dir eine Frage. Du hast in dem Stream mal gemeint, wo du gegrindet hast, wäre die Musik nicht so gut, hättest du den Run angebrochen. Ja, die Musik war halt total gut. Ich glaube, das Mikro ist gerade ausgegangen. Bist du da? Hallo? Ja, ja, du hast das Mikro ausgemacht. Entschuldigung. Ja, ich glaube, du musst nochmal sagen. Ich glaube, das haben sie gerade nicht verstanden, was du gesagt hast. Was hab ich gesagt? Also die Musik war super gut. Aber der Run lief einfach gar nicht. Ja, ich weiß nicht, ich habe nicht viel mit Batman zu tun. Ich meine, der Batman ist gute Batman, aber für mich vielleicht nicht, ne? Wie war das dann aber jetzt extra für dieses Event, diesen Run zu lernen? Ja, einfach mit dem Gedenken, dass ich Nackenlade besiegen könnte. Und das hat mich angespornt, weil Nackenlade und ich sind halt Erzfeinde. Ach so. Schon immer, auch als wir uns damals kennengelernt haben. Haben wir ja auch mit den Furzkissen gerade gesehen, was da auch war, ne? Da muss ich dich jetzt auch fragen, warum dieses Furzkissen? Naja, gut. Sagen wir so, als ich Nackenlade damals kennengelernt habe, das war auf Twitch. Ja. 1900, nein. Auf jeden Fall. Damals, 1900, genau, als ich das kennengelernt habe. Nee, auf jeden Fall habe ich ihn kennengelernt.
Und ich dachte mir so, oh Gott, was ist denn das für ein Typ? Und ich war damals nur als Troll unterwegs. Und ich wollte ihn einfach nur verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Und habe ihn die ganze Zeit so zu Weißglut getrieben, so geärgert, dass er mich schon bannen wollte. Und dann irgendwann habe ich mich aus Versehen in ihn verliebt und dann waren wir halt zusammen. Und er ist halt der beste Mann der Welt, auf jeden Fall. Oh, süß. Das ist sehr, sehr süß. Ich war damals ja noch sehr viel spießig noch. Da war ich noch die ernstere Schiene. Da habe ich ja noch nicht gespeedrunnt. Ah. Und sie hat mich dann auch noch mit überredet. Dann habe ich dann auch sozusagen auch mal angefangen. Okay. Ich habe ja vorher auch immer nur geguckt bei GameStone Quick und alles so vorher mit mhm. Freunden. Und dann hat sie mich überredet. Und dann habe ich das auch gemacht. Und ja, dann ist alles begonnen. Das ist ganz gut, dass ihr es gerade so anwählt oder erwähnt, GameStone Quick. Das ist ja für euch beide, soweit ich weiß, das erste On-Site-Event. Also auch, wo ihr beide einen Run zeigt. Wie findet ihr es bis jetzt? Worauf freut ihr euch? Vor allem jetzt auch noch die Tage wahrscheinlich. Seid ihr auch noch hier? Ja, ja, klar. Ja. Gerne nochmal. Einreichen, ja. DreamHack, also das ist auch noch. Für mich ist das ein absoluter Kindheitstraum, mal hier zu sein, mal zu runnen. Weil als Kind habe ich mir immer Speedruns angeguckt und dachte so, oh mein Gott, wie geil, wie macht er den und den Glitch? Und ja, und da gibt es halt auch wenige Mädchen und ich dachte so, okay. Es ist auch schön, es war ja erstmal schwierig, dich noch reinzukriegen irgendwie und dann kamen wir ja auf diese Lösung und es ist wirklich schön, dass das auch funktioniert hat und dass man hat gesehen, man kann auch einen guten Run sehr schnell lernen, aber es ist auch schön zu hören, dass du viel Spaß dabei hattest. Ich meine, wir haben ja jetzt auch noch die nächsten Events, die DreamHack, vielleicht nächstes Jahr in ZFM, wer weiß. Da kann man ja dann auch wieder was einreichen und vielleicht dann auch andere Games. Und an sie hat auch jede Sekunde auch trainiert, am Gameboy, überall, jede Sekunde. Oh, nice, okay. In der Badewanne habe ich trainiert. Okay, ja, in der Badewanne wurde eine PB aufgestellt. Nein. Wäre auch gut gewesen. Gut. Aber der Gameboy wäre fast versunken, als ich so gespammt habe und ich so, oh scheiße, mein Zelda-Gameboy. Nein, oh Gott, bitte nicht. Gut, eine letzte Frage habe ich an euch beide jetzt noch. Wir haben ja jetzt ein Batman-Spiel gesehen. Jetzt muss ich euch natürlich fragen, was ist euer Lieblings-DC-Held? Auch Anti-Held? Auch Anti-Held oder Held? Leute, sagen wir einfach Lieblingsperson aus dem DC-Universum. Der Joker, auf jeden Fall. Ja, okay, verstehe ich. Was ist ein DC-Universum? Was ist dieses DC-Ding? Ja, Superman, Batman. Papa Schlumpf, weil er ein Pilzhaus hat? Ja, okay, Papa Schlumpf gehört jetzt zum DC-Universum. Sif, merkt ihr das bitte? Papa Schlumpf ist jetzt Teil des DC-Universums. Und mit seiner Pilzkanone. Ja, genau. Nee, ich weiß, die sind alle hier hinter mir, glaube ich, sehr nervös auf die nächsten Runs. Ja. Deswegen danke für dieses Race. Jetzt darfst du ihn übrigens fertig machen, du bist jetzt besser als er. Ach, Quatsch, nein. Wir danken auf jeden Fall euch alle für das super Event, ey. Ja, ich glaube... Da müsst ihr euch bei dem da bedanken. Der passt gerade nicht so ganz auf, aber ihr dürft euch bei dem da bedanken. Ich muss noch was fragen. Okay, du hast noch eine Frage. Stimmt, du wolltest mir eine Frage stellen. Kann ich ein Autogramm haben, bitte? Können wir gleich gerne machen. Wir finden bestimmt ein Stift für ein Autogramm. Bin ich voll Fan. Aber dann will ich auch ein Autogramm da vorne auf dem Plakat haben als Ausgleich. Aber ist voll okay. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Pause und machen gleich Danke weiter. Danke für alles, Leute. Ohne euch hätte ich es nie geschafft, ehrlich. Alle, die hier sind, vielen, vielen Dank für jeden Watch, für alles. Ja, deswegen noch einmal Applaus. Und für die Spenden hier. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und zum nächsten Mal.